So, dann mache ich aber nochmal Folgendes. Ich wechsle hier nochmal das Teammitglied, den Partner, laufe zu ihr hin und dann sind wir wieder ein gespanntes Team, das gemeinsam den Aufzug ganz zu zweit dann hochfahren wird. Ich will nicht wissen, was die im Aufzug dann machen, in der Zombie-Apokalypse, du. Da verschärfen die nur ihre Waffen oder so, ich weiß auch nicht. Und so, komm, rein hier. Wo ist die Fahrstuhlmusik? Gib mir Fahrstuhlmusik! Okay, gibt's nicht. Okay. Ding dong. Zweite Etage. Hölle. Okay, das ist ein grünes Kraut hier. Hier hätten wir eine Tür. Hier. Komm ich da hoch? Eine Treppe führt nach oben, aber sie ist eingestürzt und kann nicht benutzt werden. Okay, dann können wir nur über die Tür da weiter. Die Wand sieht auch irgendwie seltsam aus, aber na gut. Na gut. Ein Erste-Hilfe-Spray. Nehme ich das mit? Ich glaube ja. Und sonst? Da liegt eine Notiz. Hier ist ein Wasserkrug. Er ist jedoch leer. Die Notiz wollte ich aber. Markus Tagebuch 2. Herausgerissene Seite. Vorsichtig wie ich bin, habe ich meine Babys in eine Spezialkapsel gesteckt. Aber bei mir sind sie nicht sicher. Ich muss sie verstecken. Ein Eichenblatt verstecke ich im Wald. Die Kapsel lässt sich nur mit einem speziellen Verdünner öffnen. Spencers Handlangern wird das niemals gelingen. Okay. Auf diesem Regal stehen verschiedene Bücher über Viren. Der Titel kommt Ihnen nicht bekannt vor, aber hier oben kann ich doch wahrscheinlich wieder hochkommen. Theoretisch. Hier haben wir irgendwas. Ein einfacher Lastenaufzug. Er scheint mit dem OP-Raum verbunden zu sein. Zum OP-Raum schicken wir... Ich weiß zwar noch nicht warum, aber wir machen das jetzt erstmal. Oder auch nicht. Weil wir haben jetzt nichts, was wir unbedingt da hochschicken wollen. Aber ich ahne, worauf das hier wieder hinausläuft. Erstmal nachladen. Will ich speichern? Ich glaube ja, ne? Können wir speichern. So. Ruhig wieder überschreiben. Wir haben jetzt hier auch so viele Farbbänder mal wieder. Er hat ja noch welche dabei und dann liegen da auch noch welche. Das ist wieder ein Traum. Bibliothek. Nimm die mal mit. So, und dann einzeln. Sie hier mal wieder. Soll hier bitte nach oben. Ich glaube auch, dass dieser Zombie hier irgendwann wieder auferstehen wird. Aber halt nicht jetzt. Enterhaken verwenden. Was? Das brauchen sie jetzt nicht? Stehe ich nicht richtig, oder was? Jetzt aber. Geht doch. Ich glaube, es hackt. Okay, wo bin ich hier und was will ich hier? Da liegt eine Notiz. Hallo? Tagebuch des Laborleiters. Heute gemäß Markus Befehl Zugangscode für Plattform geändert. Ich fragte ihn, worauf der Code basiert. Er sagte, es hätte was mit dem Wachstum seiner Kinder zu tun. Aber er ist ein Einzelgänger, nicht verheiratet und hat auch keine Kinder. Was meinte er bloß damit? Eine Art inneres Organ liegt darin, ja lecker. Ein Regal ist voller Kapseln mit verschiedenen Exemplaren. Ah ja. Wow! Alter, bleib mal locker da. Oh shit, 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 shit. Yo. Aber wir haben eine Karte vom Labor. Und jede Menge Egel, die hier rumdüsen. Und da ist irgendwas.
Eine Sammlung von Egel-Exemplaren. Knopf drücken. Joa, ist okay. Eine der Katzen glüht. Dieses Objekt können sie jetzt nicht tragen. Aber nur weil ich gerade hier, ne, ein bisschen Schaden hab. Im Kopf. So, jetzt aber. Ich finde auch schön, wie das hier alles hier so schön rot leuchtet jetzt. Sonst können wir da nichts machen. Da oben ist noch eine Flasche, wenn man unbedingt eine Flasche haben will. Aber jetzt gerade nicht so. Möchte ich mal behaupten. Jetzt gerade nicht so. Da ist ein Schalter. Das ist ein Knopf. Drücken. Ja. Oh. Hätte ich es mal nicht getan, ne? Achso. Lade nach. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich weiß wirklich nicht, wo ich bin. Ich weiß auch nicht, wo der Freak jetzt schon wieder herkam. Der verfolgt mich jetzt überall, oder was? Da könnte ich theoretisch wieder speichern. Verschlossen. Die können sie nicht öffnen. Ist zu hoch, um herunterzuspringen. Dann brauchen wir erst einen Steuerpult dafür, damit wir dann da irgendwie eine Zugbrücke oder sowas haben. Puh, ja. Ich bin weg. Ich bin gar nicht da. Nee, nee. Wieder Gewehrpatronen, da liegen Zombies auf dem Boden. Ich kann sie sehen. Siehst du? Sag ich doch. Lass das, Kollege. Ja? Hallo? Die Notiz möchte ich haben. Die Notiz. Auf dem Regal stehen verschiedene Laborgeräte. Ich will aber die Notiz. Alles sieht ziemlich benutzt aus. Hallo? So. Akten zum Egelwachstum. 3. Februar 1978. Habe 4 Egeln Tee verabreicht. Zunächst leben sie als Parasiten und Raubtiere, dann vermehren sie sich. Dank dieser biologischen Merkmale sind sie ideale Kandidaten für die Biowaffenforschung, ansonsten wurden keine Änderungen beobachtet. 10. Februar 1978. Seit Verabreichung von Tee sind 7 Tage vergangen. Größe rapide verdoppelt. Erst Anzeichen der Verwandlung, Vermehrung erfolgreich. Ihre Anzahl verdoppelt sich. In einer Stunde aber ihr Heißhunger führt zu Kannibalismus. Schnell Futtermenge erhöht, aber 2 wurden gefressen. 7. März 1978 hat irgendwas mit dem Code zu tun. Habe ihnen Lebenfutter gegeben, aber die Hälfte verloren, weil Lebenfutter sich wehrte. Die Egel lernen jedoch aus Erfahrungen und gehen zu gemeinsamen Angriffen über. Keine Anzeichen mehr von Kannibalismus. Ihre Entwicklung übertrifft alle Erwartungen. 22. April 1978. Individualität der Egel selbst bei Fütterung nicht mehr präsent. Sie bewegen sich als Gruppe. Fressen mit erstaunlicher Effizienz alles, was ich ihnen gebe. 30. April 1978. Ein Mitarbeiter hat meine Experimente entdeckt. Sind Menschen als Futter geeignet? Wie reagieren die Egel? 3. Juni 1978. Ein denkwürdiger Tag. Heute haben sie mich nachgemacht. Sie erkennen also ihren Vater. Wunderbare Kinder. Ihr gehört mir allein. Okay. Scheint sich um ein Gerät zu handeln, mit dem Gas ins Zimmer nebenan gepumpt wird. Im Moment ist das Gerät leer. Was ist denn, wenn ich da jetzt das Ding hier verwende? Das brauche ich im Moment nicht, okay. Kann ich das eigentlich noch genau untersuchen? Die Kapsel scheint einen Egel zu enthalten. Der Deckel lässt sich nicht öffnen. Vielleicht ist er mit einem speziellen Material versiegelt und sehr schleimig vorne. Ich will gar nicht wissen, was das für eine schleimige Substanz genau ist. Es ist sehr braun. Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Ins Mischset geben. Ja, bitte. Grüne Chemikalie ist bereits hinzugeben. Rote und grüne Chemikalien wurden zu einem Verdünner vermischt. Verwenden?
Verdünner, Verdünner. Wo war denn hier irgendwas mit dem Verdünner? Das hier? Ja! Wir haben jetzt ein blaues Egel-Amulett. Eine blaue Skulptur in Form eines Egels. Ich weiß zwar nicht wofür, aber wir haben sowas. Hätten wir die Chemikalie aus dem anderen Raum nicht mitgenommen, dann säßen wir wahrscheinlich wegen dem Rätsel jetzt doof da. Was ist denn das hier für Kanister? Es wurde mit frischer bioorganischer Flüssigkeit gefüllt. Die umliegenden Geräte sind in Betrieb. Da ist es, da es voller Giftgas ist, wurde der Sicherheitsmechanismus aktiviert. Gut, wie kriegen wir denn das Giftgas da raus? Ich habe nicht den blassen Schimmer. Von wo kam ich denn hier? Durch die blaue Tür? Ja. Das heißt, wir gehen mal durch die große Tür. Und schauen mal, wo wir da hinkommen. Okay, da ist der Aufzug. Hallo. Wow. Mensch, jetzt geht das hier. Ist es denn wahr? Lade nach. Puh. Der OP-Tisch wurde umgeworfen. Ja, es ist ja auch ein super OP-Raum. In der Kirche vor allem, ne? Das ist scheinbar erst vor kurzem passiert. Aha. Diese Tür ist mit einer Büste von Markus verziert. Im Sockel ist eine Öffnung von irgendeinem Objekt. Das irgendein Objekt haben wir. Das ist nicht so das Problem. Sieht aus wie eine Art Chemikalie ins Mischset geben. Sie haben die grüne Chemikalie ins Mischset. Ja, okay. Also hier hätte man das auch noch mischen können. Nee, wir hatten jetzt schon die Chemikalie aus dem anderen Raum. Gut, dann war es sogar fast human hier. Verwenden. Es passiert nichts. Wir verwenden vielleicht den falschen Schlüssel. Es gibt mehr als einen Egelschlüssel. Kombinieren mit dem? Nein, es wurde nicht grün. Ah, da dachte ich, ich hätte jetzt schon das Rätsels Lösung. Ein Scheiß habe ich. Ein Scheiß. Untersuchungsbericht. Dr. Markus, Mitbegründer mit Präsident Spencer von der Umbrella Corporation. Vor 10 Jahren verschwunden. Die Ergebnisse seiner Forschung wurden seither unter Verschluss gehalten. Der Grund wurde hier in der von Dr. Markus geführten Ausbildungsstätte deutlich. Nun nicht direkt hier, sondern im Keller. Alles wurde klar, als wir dorthin gingen. Wir fanden den Beweis für Dr. Markus' Arbeit an einem T-Virus-Prototypen namens Progenitor. Progenitor, wie auch immer. Scheinbar nutzte er jahrelang Mitarbeiter des Unternehmens als Versuchskaninchen. Wir wissen nicht, wie viele er für seine Arbeit missbrauchte, doch den Indizien zufolge waren es mindestens 20 Personen, einige wurden absichtlich getötet, ohne schreckliche Geheimnisse zu wahren. Der derzeitige Aufenthaltsort des Doktors ist unbekannt. Angesichts des rapiden Wachstums der Umbrella Corporation in der letzten Zeit vermute ich stark, dass diese Forschung noch läuft. Ja, sein Experiment lebt und wächst im Geheimen. Diese Dinger, die Früchte seiner Arbeit, sind überall in der Anlage. Die restlichen Seiten des Notizbuchs fehlen. Okay. Steht da irgendwie was an der Tür oder sowas? Nee. Kurios. Na gut, gehen wir erstmal weg. Können wir denn aus welchen Gründen auch immer hier den Blutigel reinpacken oder sowas? Ich weiß ja auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Verwenden? Nein, okay. Halt nur, damit er grün wird oder sowas. Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich ihn grün haben will. Nur weil das Sockelpodest da oder sowas einigermaßen grün aussah.
Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht.